Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei meinem neuen Video. Heute widmen wir uns den Neuzugängen aus dem November. Ja, es ist tatsächlich schon Dezember. Es ist, ich finde wirklich, der November ist sehr, sehr schnell vergangen. Ist etwas, was ich persönlich nicht so mag, wenn man das so empfindet, weil man irgendwie das Gefühl hat, es war sehr passiv oder die Zeit läuft einem so davon. Und das ist so ein Gefühl, was ich eigentlich immer versuche zu vermeiden. Dennoch war der November tatsächlich sehr schnell vorbei mit drei wunderbaren Reisen nach Würzburg, Berlin und Prag am 30. und dementsprechend auch ein bisschen Buchausbeute, wobei ich jetzt natürlich sagen muss, in Prag habe ich keine Bücher gekauft, weil tschechische Bücher, der Sprache bin ich leider nicht so recht mächtig, aber den Rest werdet ihr auf jeden Fall hier sehen. Wobei ich glaube tatsächlich, dass die Berlin-Bücher, das Spielbuch zum Beispiel gar nicht als Neuzugang zählt, weil es ist ja kein echtes Buch. Ich habe mir gar keine Gedanken darüber gemacht, aber ich glaube, es taucht hier nicht auf, nein. Aber es liegt neben mir ein Stapel mit Büchern. Es sind 15 Bücher bei mir eingezogen und es hält sich so ein bisschen die Waage mit echten Büchern und Büchern, die ich nicht physisch zu Hause habe. Es sind 7 echte Bücher bei mir eingezogen, es sind 4 E-Books bei mir eingezogen und auch 4 Hörbücher. Also richtig ausgeglichen, eigentlich wie ich finde, was mich ja immer freut, wenn physisch nicht ganz so viel in die Regale wandert und ich E-Books und Hörbüchern eben auch immer die Chance gebe, mich zu begeistern. Das erste Buch des Monats ist auch eins von einigen, ich weiß nicht, 2, 3 Weihnachtsbüchern, die bei mir eingezogen sind für dieses Jahr. Ich hatte euch ja ein Video gedreht zum Thema Winter-Weihnachtsbücher, die ich gerne lesen möchte. Es ist ein Reread dabei, es sind Bücher, die ich auf dem Sub hatte und auch Bücher, die ich auf der Wunschliste hatte. Und Zimtgebäck und Winterküsse von Colin Wright war auf der Liste zum Ich wünsche mir das für dieses Jahr. Ich hatte ja ein bisschen rumrecherchiert und mich hat hier natürlich das Cover angesprochen, was ich super, super schön finde. Aber auch die Geschichte, hier geht es ja um so eine Art Bed and Breakfast und es gibt einen eiskalten Winterwind und wir haben hier die Kinderbuchautorin Molly, die eine Schreibblockade hat und Markus, einen attraktiven Witwer mit 2 zuckersüßen Töchtern und die treffen sich im Evergreen und das klingt halt so nach einer winterlichen, beschaulichen Familie, Liebesgeschichte, aber eben auch Lebensgeschichte und sowas mag ich ja immer super, super gerne und ich möchte das jetzt im Dezember auf jeden Fall noch lesen, habe es jetzt auch ganz bewusst mir noch nicht im November als Lektüre zugelegt, weil für mich das definitiv ein Weihnachtsbuch ist und ich mich da ein bisschen in Weihnachtsstimmung bringen möchte. Auch das zweite Buch hat natürlich durch das Cover bestochen. Es ist Das Glück liegt unterm Weihnachtsbaum von Mina Teichert. Hier ist natürlich ein wundersüßer, knuffiger Hund zu sehen. Und ich finde Tiergeschichten mit Weihnachten, das geht gefühlt eigentlich immer richtig, richtig gut. Und auch hier hat mich natürlich das Cover, aber auch der Klappentext angesprochen. Denn es geht um mit Hundeblick ins Weihnachtsglück. Und es geht hier um die 35-jährige Eileen, die zu ihrer Familie kommt an Weihnachten. Und sie bekommt dort einen Hundewelpen geschenkt. Und findet aber dann auf Instagram einen jungen Mann, der diesen Hund auch als Profilbild hat. Und es ist natürlich so die Frage, wird der Hund dann so ein bisschen das Liebesglück der beiden erheitern, besiegeln? Ich weiß gerade nicht. es ist natürlich, ich glaube, eine klassische Liebesgeschichte, die eben so das Weihnachten, Winterliche mit dem Hund der Welpen so ein bisschen zum Setting hat. Und ich freue mich da drauf. Also ich mag Tiergeschichten, ich mag es, wenn das eben auch einfach verknüpft ist und man ahnt natürlich die Richtung, wohin könnte die Liebesgeschichte gehen. Aber bei der Liebesgeschichte ist es halt immer, dass der Weg das Ziel ist und man natürlich damit rechnet, dass es ein schönes Ende hat. Ja, das nächste Buch ist dann das erste echte Buch, was bei mir eingezogen ist und zwar Halte mich hier von Katinka Engel. Ist der zweite Teil der Finde-mich-Reihe. Das ist die Buchreihe von Katinka Engel, wo es um zweite Chancen im Leben geht. Und ich hatte den ersten Teil ja im Urlaub gelesen und fand ihn richtig schön und habe dann auch gesehen, welche Protagonisten im zweiten Teil sein werden. Und da treffen wir dann auf Zelda und auf Malik. Und die mochte ich eben im ersten Teil schon. Also es ist im Grunde keine Reihe, sondern eine Serie. Und jede Geschichte handelt von einem anderen Paar, wenn man so möchte.
Und ja, ich war natürlich sehr gespannt auf Zelda und auch auf Malik. Der Schreibstil von Katinka Engel ist definitiv etwas langsamer. Er baut sich richtig schön auf, auch das Knistern, was so ein bisschen zwischen den Protagonisten passiert. Wir haben immer einen Perspektivwechsel. Und auch die Lebensgeschichten der beiden finde ich immer sehr schön in den Vordergrund gebracht, sodass man eben auch nachvollziehen kann, wie die beiden in den Büchern immer agieren, was sie so zu Dingen veranlasst. Und wir haben hier eben Zelda, die eigentlich aus sehr, sehr gutem Haus kommt, reich ist und das aber gar nicht so richtig sein möchte, die sich so da ein bisschen dagegen stellt, die nicht nur einfach verheiratet werden möchte mit irgendwem, dem erstbesten Anwalt. Und Malik war eben im Gefängnis, hat es nicht ganz leicht in seiner Großfamilie gehabt, wobei da herrscht also wirklich absolutes Familienglück, aber da hat man es eben immer nicht ganz so leicht. Und er trifft, also wir kennen die beiden schon aus dem ersten Teil, wo es um Tamsin und Ramsay gegangen ist. Ja, à la Ramsay Bolton, das wird mir, hängt mir ein Leben lang wahrscheinlich nach. Und wir begleiten beide bei ihrem Weg zueinander, miteinander, in ihrem Stückchen Lebensweg. Und hat mir auch wieder sehr, sehr gut gefallen. Ich freue mich jetzt sehr auf den dritten Teil. Leider war jetzt gar keine Leseprobe vom dritten Teil drin. Ich glaube, dass wir aber die Protagonistin des dritten Teils auch schon kennen. Ich aber gerade auch verdrängt habe, wer es war, aber ich möchte es auf jeden Fall, ich glaube im Februar erscheint dann der dritte Teil, auch lesen. Und ich finde halt hier die Cover-Idee auch sehr schön, denn es ergibt dann im Geschwungenen, wenn alle drei Bücher nebeneinander stehen, eben ein Unendlichkeitszeichen, was ich von der Optik wirklich super, super schön finde. Also auch wenn die wahrscheinlich nicht in meinem Regal bleiben, der erste Teil ist bereits in gute Hände weitergewandert. Ich vermute, dass der zweite in die gleichen Hände weiterwandert und dennoch schöne zwischendurch Lektüre, wie ich finde, mit der man sich einfach mal einen schönen Sonntag auf der Couch machen kann. Dann ist bei mir von Manuela Inusa Wintervanille eingezogen als Hörbuch. Und das war gefühlt eine absolute langweilige Katastrophe. Ich glaube, das müsste jetzt in der Bücherwoche besprochen werden, die am Samstag kommt. Ja, ich glaube tatsächlich, dass das so vom Zeitrhythmus jetzt irgendwie hinkommen müsste. Es war nicht meins. Ich mochte von Manuela Inusa ja schon dieses Valerie Lane nicht so richtig. Ich habe den ersten Teil zwar gelesen, fand ihn ziemlich langatmig, langweilig und irgendwie gab es da nichts, was irgendwie an Spannung vorhanden gewesen wäre. Ich dachte jetzt aber so, wir gehen so ein bisschen nach Kalifornien, haben eine andere Protagonistin, haben da eine Vanillefarm und dann das so ein bisschen mit Winter, vielleicht sogar ein bisschen weihnachtlich, wobei ich das gar nicht unbedingt brauchte, weil winterlich hätte gereicht. Aber ich habe so knapp nach einem Drittel einfach beschlossen, ich habe keine Lust mehr zu hören. Also gefühlt bin ich ständig mit meinen Gedanken wohin gelaufen und auch eingeschlafen durchaus mal. Und das passiert mir eigentlich gefühlt nie bei Hörbüchern oder Podcasts. Dementsprechend kann ich das jetzt nicht so direkt weiterempfehlen. Aber war mein erstes, zweites, wobei in der Woche habe ich zwei Weihnachtsbücher, ich glaube, das andere liegt auch hier, gelesen, was dann zum Glück aber dann ganz anders war. Aber dazu später mehr. Ja, alle Welt spricht vom neuen Buch von Stephen Chbosky. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Der unsichtbare Freund. Und bei all der Schwärmerei, die im Freundes-Booktuber-Bekanntenkreis umhergeht, musste ich mir dieses Buch auch einfach als Hörbuch holen. Denn es wird gesprochen von, ich glaube, David Nathan, wenn ich mich nicht irre. Und ich glaube, so ein Wälzer lesen. Weiß ich nicht. Ich dachte mir eher, das ist definitiv was, um es zu hören. Und ich bin mega, mega gespannt. Ich weiß tatsächlich gar nicht so viel über die Story. Es geht wohl um einen Jungen und seine Mama, die alleinerziehend ist, jetzt irgendwo ankommen in einer neuen Stadt. Der Junge verschwindet dann irgendwie im Wald, taucht nach einer kurzen Zeit wieder auf und es ist dann irgendwie alles verändert. Stephen Chbosky's Roman wird sehr oft so ein bisschen jetzt tatsächlich mit Stephen King beschrieben, verglichen. Und von der Beschreibung her könnte man tatsächlich sagen, es ist halt irgendwie vielleicht eine sehr atmosphärische, lange Geschichte, die eben so spezielle Charaktere hat und eben auch deren Verbindung. Und gerade Kindercharaktere sind ja eine sehr große Stärke von Stephen King. Aber ich halte von diesen Vergleichen immer nicht so viel. Aber
um noch ein Aber zu setzen. Wenn man gesagt bekommt, wenn dir Stephen King gefällt, dann gefällt dir das auch, dann ist das natürlich ein Satz, der definitiv funktioniert. Und Thorsten und Paddy haben dann einfach so geschwärmt. Und ich glaube, für Paddy ist es sogar ein Jahreshighlight. Und ich, ja, werde es auf jeden Fall hören. Ich weiß nicht, ob ich es im Dezember noch schaffe zu hören, aber für den Januar habe ich es mir dann spätestens vorgenommen. Dann waren wir beim Bücherfreunde-Treffen in Würzburg und da sind 3 Bücher bei mir eingezogen, die ich euch, glaube ich, auch im Vlog schon gezeigt hatte. Als erstes ist sozusagen aus der Buchhandlung bei mir eingezogen Das Biest in ihm aus dem Carlsen Verlag, ist die Disney-Reihe, da gibt es, glaube ich, 3 oder 4 Bücher. Und ja, das ist eben jetzt die Geschichte von Das Schöne und das Biest aus seiner Perspektive. Ich vermute das einfach jetzt mal so. Und da ich Die Schöne und das Biest unglaublich liebe, ja, musste das her. Auch sehr angesprochen hätte mich Ursula, passend zu Ariel. Das Buch hatten sie aber nicht vor Ort. Mit Maleficent kann ich persönlich nicht ganz so viel anfangen, aber ich, ja, es ist von Serena Valentino oder Valentina Valentino, ja. Ja, ich bin gespannt, ich freue mich sehr drauf, ich mag solche Art Märchengeschichten sehr und deswegen freue ich mich auch auf dieses Buch. Dann ist bei mir eingezogen, Ertauscht mit der lieben Christine, habe ich Einer wird sterben von Wiebke Lorenz, ein Buch, das schon länger auf meiner Wunschliste stand und sie es mir zur Auswahl gestellt hat, weil sie von mir den ersten Teil zu Halte mich hier, finde mich jetzt, glaube ich, bekommen hat, hat sie mir eine kleine Auswahl geschickt, was sie an Büchern hat. Und von diesem Psychothriller und gerade auch von Wiebke Lorenz hört man ja sehr, sehr viel Gutes. Und ja, da bin ich mega gespannt. Freue ich mich drauf, wenn ich in Thriller-Stimmung bin, dazu zu greifen. Dann haben wir ein Book Blind Date gemacht und ich habe ein, ich weiß gar nicht mehr, was so das Motto da war, Jugendbuch war das hier, glaube ich, mit einem Schicksal und ich weiß gar nicht, irgendwie so. Hat mich aber auf jeden Fall angesprochen und zwar Die Tiefen deines Herzens von Antje Zillat. Ja, durfte mit aus dem Koppenrad Verlag ein Cover, was mich, glaube ich, persönlich nicht so angesprochen hätte. Deswegen war es vielleicht ganz gut, dass es ein Bookblind-Date war. Und es geht hier um Marc und ich. Ich und Marc wie im Rausch, so stark, so mächtig, so dunkel. Alles andere um mich herum verblasst. Berlin, meine Eltern und auch Felix, mein lieber, wunderbarer Felix, der zu Hause auf mich wartet. Und Taschentuchalarm und Seiten geflogen dieser mitreißenden Liebesgeschichte. Also ich ja, bin sehr gespannt, gerade bei Jugendbuch hier immer ein bisschen skeptisch, aber ich freue mich drauf und ja, wird auf jeden Fall auch in nächster Zeit gelesen und hat mich sehr gefreut, dass ich das sozusagen ertauscht habe. Dann ist endlich Redwood Dreams bei mir eingezogen von Kelly Moran, denn es gibt zu der Redwood Love-Reihe aus dem letzten Jahr eine Spin-Off-Story. Es wird jetzt noch 2 Teile geben. Der eine war jetzt hier, es beginnt mit einem Lächeln, wo wir ja den Feuerwehrmann Jason sozusagen begleiten, nicht nur sozusagen, sondern wir begleiten ihn. Und der 5. Teil wird dann sein, genau, der Sheriff Parker und erscheint dann Mitte Februar. Habe ich bereits davon geschwärmt. Ich mag diese Geschichten unglaublich gerne, alles um Redwood herum. Auch wenn mir das Redwood-Feeling hier ein bisschen gefehlt hat, fand ich aber diese Liebesgeschichte, diese Freundschaft, diese Lebensgeschichte wunderschön erzählt. Und das ist für mich einfach so erwachsenes New Adult. Wahrscheinlich gibt es dafür einen extra Begriff, aber ich würde es einfach sagen, ein wunderbarer Liebesroman und ein wunderschönes Cover, tolle Protagonisten und ein wunderbares Dörfchen, wo man einfach Lust hat, ja, umherzustreifen. Und ja, ich bin gespannt auf den nächsten Teil. Und es wird auch im neuen Jahr was Neues von Kelly Moran geben. Das habe ich mir auch schon mal irgendwo hingeschrieben, dass ich mir da einen Merker mache. Und ja, freue mich, dass der KISS Verlag ja, die Reihe sozusagen rausgebracht hat und auch wirklich in diesem super, super schönen Design. Dann wurde mir ein Buch unter meinem Winter-Weihnachts-Bücher-Video mehrfach empfohlen, beziehungsweise habe ich dann liebe Nachrichten auch über Instagram bekommen, beziehungsweise auch von 3 lieben Menschen, ganz unabhängig voneinander, und zwar Dash und Lilly, ein Winterwunder, und zwar ist das von Rachel Cohn und David Levithan. Beide Autoren sind mir ein Begriff und ich werde am Samstag davon dann auch schwärmen. Ja, ein Buch, das mich, glaube ich, vom Cover überhaupt nicht angesprochen hätte, wenn ich ehrlich bin. Ich ja, finde das irgendwie nicht so. Man erwartet dahinter irgendwie etwas sehr Kitschiges, etwas sehr Jugendliches und ich weiß nicht, also mir gefällt das Cover nicht ganz so gut. Ich habe es mir gebraucht gekauft, ich glaube über
Amazon, was relativ günstig gebraucht zu haben. Und ja, ich habe von Rachel Cohen schon was gelesen und auch von David Levithan. Und ich fand es mega. Mir hat es unglaublich gut gefallen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Es ist ein Jugendbuch. Das sollte man vielleicht einfach wissen. Man hat zwei jugendliche Protagonisten. Er hasst Weihnachten und sie liebt Weihnachten. Doch beide haben eben so das Bücher und das Lesen so als Leidenschaft und kommunizieren dann über ein rotes Notizbuch. Und ja, der Humor und die ganze Geschichte und wie die beiden miteinander, das ist einfach großartig. Also wunderbar auch erzählt. Man merkt auch schön in den Perspektiven, dass scheinbar ja, jeder der beiden Autoren eben eine andere Perspektive geschrieben hat, dass sich das sprachlich so ein bisschen verändert, was ich sehr, sehr mag. Und das hat mir hier auch großen Spaß gemacht. Also eine ganz, ganz tolle Geschichte, werde ich am Samstag in der Bücherwoche auf jeden Fall ein bisschen mehr dazu erzählen. Dann ist das neue Buch von David Michi bei mir eingezogen, die drei magischen Worte. Buddhistische Weisheitsgeschichten, die das Leben wandeln können, mit einem Vorwort von der Katze des Dalai Lama. Ich habe die Trilogie um die Katze des Dalai Lama ja abgöttisch geliebt und es wird Zeit, dass diese Bücher endlich irgendwann nochmal als echte Bücher bei mir einziehen werden. Ich glaube tatsächlich, dass der erste Band jetzt auch irgendwann als Taschenbuch kommt und ich glaube, dann wird es bei mir einziehen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich gar nicht groß um dieses Buch gekümmert, um was es da geht. Ich habe, glaube ich, nur mal so den Klappentext gelesen. Und ja, hier haben wir die Lieblingsgeschichten der Katze des Dalai Lama. Die Geschichte dahinter ist ja, dass der Dalai Lama eine Katze findet, die an seinen Hof mitnimmt und sie dort umherstreift, bei Besuchen mit dabei ist, auch im Austausch mit dem Dalai Lama ist, also er auch immer mal Gespräche mit der Katze führt, aber wir wirklich so den Blickwinkel auf die Welt durch die Katze haben. Und in dem Buch geht es um die schönsten Geschichten und ja, ich bin einfach gespannt. Es sind verschiedenste Geschichten, der Sera Street Lesekreis, wenn sie doch nur sprechen könnten, eine Herzensangelegenheit, die Juweleninsel, Nachwort von der Katze, Vorwort gibt es und ja, es sind unterschiedliche Kurzgeschichten und ich glaube, das wird mir auf jeden Fall auch das Herz erwärmen. Ich mag buddhistische Weisheiten unglaublich gern. Ich mag diese Philosophie dahinter und bin da sehr gespannt, was David Michi gezaubert hat. Dann ist das neue Buch von Svenja Lassen bei mir eingezogen. Küss mich, solange es schneit. Eine Geschichte, die ich gar nicht auf dem Schirm so richtig hatte, obwohl ich schon ein oder zwei Bücher von Svenja Lassen, ich glaube zwei, gelesen habe, war ich dann total erfreut, als das Buch ja, mir irgendwie auf Insta dann angezeigt wurde, dass es da ist in ihrem Feed. Und dann dachte ich, oh, das Cover sieht ja cool aus, das holst du dir. Und es gab es für 99 Cent, wie das ja sehr oft bei Self-Publishern zu Beginn des Bucherscheinens sozusagen ist. Und schwupps, war es hier. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich gar nicht um Klappentext oder irgendwas gekümmert, sondern vertraue einfach darauf, dass mich diese winterliche Geschichte begeistern wird. Das Cover ist auch wieder wunderschön. Ich mag den Stil ihrer Cover unglaublich gerne und ich mag eben auch einfach den Schreibstil von Svenja Lassen und ich finde, manchmal muss man auch einfach Vertrauen haben in die Autoren, die man liebt und nicht bis aufs Letzte schauen, was passiert. Also ich kann euch noch nicht sagen, um was es geht, werde ich auf jeden Fall im Dezember lesen und freue mich da wirklich drauf. Dann ist als E-Book bei mir The One eingezogen, Finde dein perfektes Match von John Mars. Und hier hat mich insbesondere das Cover zum einen angesprochen, die Idee dahinter und dann haben noch zwei, drei Leute unabhängig voneinander geschwärmt und dann musste es bei mir einziehen. Ja, bin auch sehr dankbar, dass es mir vom Verlag zur Verfügung gestellt wurde und ich ja, das Buch dann lesen kann. Wir sind hier wohl in der nahen Zukunft und der Traum der großen Liebe ist Wirklichkeit geworden, denn es gibt eine revolutionäre Entschlüsselung. Dahinter gibt es einen genetischen Code und durch diesen Gentest können alle Menschen den perfekten Partner finden. Und ja, man hat natürlich dann auf einmal Millionen glücklicher Paare und auch ein Online-Portal, was davon profitiert. Und ja, es ist natürlich das Problem aber dahinter, dass nicht alle immer glücklich sind.
Denn Seelenverwandte haben ja oftmals Geheimnisse voneinander und manche davon sind wohl tödlicher als andere. Ein Hörbuch, auf das ich mich wirklich sehr, sehr, sehr freue. Habe schon in die Hörprobe reingehört und ich glaube einfach tatsächlich, dass das ein Buch ist, was mir als Hörbuch sehr gut gefallen wird. Danach wähle ich ja sehr oft die Bücher aus. Ob das eher ein Buch ist, was mir als E-Book taugt, wo ich denke, okay, könnte gut sein oder könnte so gut sein, dass es ein Highlight ist, dann wird es ja eher das echte Buch. Es ist ja aber auch durchaus so, dass ich Hörbücher oder E-Books dann auch nachkaufe, wenn sie wirklich großartig waren. Aber so, ne, wäge ich ja immer ab. Und hier glaube ich tatsächlich, dass mir das Hörbuch sehr, sehr gut gefallen wird und freue mich daher, mir das vorlesen zu lassen und bin sehr gespannt darauf. Ein Buch, das doppelt tatsächlich bei mir eingezogen ist, aber ich muss nicht mehr viel sagen. Ich halte es jetzt nur noch ganz diskret in die Kamera und ja, es ist der dritte Teil der Seis-Reihe von Neil Schusterman und ich habe in den letzten Wochen so davon geschwärmt und ich könnte immer noch schwärmen und ich freue mich mega. Ich vermute mal, wenn ihr jetzt das Video seht, habe ich schon mit dem dritten Teil als Hörbuch angefangen. Die Vertonung ist einfach großartig. Thorsten Michaelis liest einfach unglaublich gut vor. Und ich hatte das Buch schon eine Woche vor Erscheinen hier, war da gerade noch im Reread von Band 2 und habe schon gedacht, ach, eigentlich könntest du direkt da danach das Lesen anfangen. Aber nein. Also ich finde, es ist mega gestaltet. Es hat ja jetzt auch das Wendecover, der dritte Band. Ich kann ja mit dem anderen Cover, ich weiß gar nicht, es war hier ein bisschen schwierig, das hier so einzulegen. Ich finde es aber mega, dass der Verlag das tatsächlich gemacht hat und ein Wendecover gemacht hat. Ich kann mit diesen Covern leider nicht so viel anfangen. Ich weiß, dass es ein paar Leute gibt, die schön finden und denen das gefällt. Die sich am Ende ärgern, dass jetzt der dritte in dem Cover rauskam, während Band 1 und 2 in dem anderen Stil war. Aber ich freue mich so, dass es ein Wendecover gibt und dass mir das vom Verlag zur Verfügung gestellt wurde. Und ich freue mich aufs Hören und auf den Abschluss der Reihe. Und es ist richtig schön, eine Wälzer. Ich glaube auch wieder um die 600 Seiten. Ja, richtig. Und ich freue mich darauf. Ach, und es funkelt so schön, ne? Ja, ich muss nicht mehr sagen. Also auch für mich hoffe ich jetzt, dass der dritte Teil dann auch ein Highlight sein wird. Dann ist noch als E-Book eingezogen, Man hört nur mit dem Herzen gut von Benjamin Pivko. Darüber habe ich schon berichtet. Das ist so ein bisschen nicht direkt, glaube ich, eine Biografie, sondern Auszüge aus seinem Leben, was ihm so passiert ist als Gehörloser, wo das herkam, wie die Schulzeit war, die Ausbildung, wie er zum Kampfsport gekommen ist, wie er dann auch zu Let's Dance kam. Und ich bin einfach mega beeindruckt von diesem Mann, wie er sich ja doch eigentlich in so einer sprachgewandten Welt, wo alles über Wort und Hören geht, zurechtfindet und sich nicht unterkriegen lässt. Und ja, das macht er für mich einfach wirklich großartig. Und da hat mir auch seine Biografie wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und ja, das waren sie jetzt theoretisch, die Neuzugänge. Und es ist so, wie ich dachte, ich habe sowohl das Badewannenbuch als auch das Spielbuch nicht als Neuzugänge gewertet, weil ich finde, ein Spielebuch ist irgendwie vielleicht dann doch kein echtes Buch. Ich weiß noch nicht. Mal sehen, wie ich es vielleicht dann doch noch werten werde, wenn ich es gelesen habe. Ich weiß nicht, ob man die Seitenzahl dann so 1:1. Ich bin mir gerade ein bisschen unschuldig. Deswegen habe ich es nicht mit reingenommen. Und das Badewannenbuch, das ist, es ist zwar eine echte Geschichte, eine Kurzgeschichte, aber es ist jetzt nichts, was, glaube ich, den Sub bereichert im klassischen Sinne und dann auch irgendwie zu einem Lesemonat gezählt werden sollte. Also von daher, ja, aber es ist bei mir ein sehr besonderes Buch eingezogen, wo ich den Ursprung der Geschichte aber schon gelesen habe, gefeiert habe, wo mich der zweite Teil in diesem Jahr auch absolut begeistert hat. Und es ist von Margaret Atwood der Report der Mark, die Graphic Novel, bei mir eingezogen. Die Graphic Novel von René Nault wurde mir ja vom Verlag zugeschickt, unangefragt. Und ich bin so, so happy, dass dieses Buch bei mir eingegangen ist. Also es sieht optisch richtig, richtig großartig aus. Ich bin ja ein Riesenfan der beiden Teile geworden von Margaret Atwood. Und ich bin jetzt wirklich happy, die Graphic Novel zu haben. Ich habe schon mal so ein bisschen durchgeblättert,
kam aber noch nicht dazu, die Geschichte nochmal zu lesen. Werde es mir aber fürs nächste Jahr vornehmen und dann vielleicht tatsächlich auch nochmal mit der Serie von vorne anfangen. Von der Serie habe ich bisher ja nur die erste Staffel gesehen, weil der Rest ja doch sehr düster und einen sehr runterziehen soll. Und ich weiß nicht, ob das im Winter so das Richtige für mich ist. Aber vielleicht starte ich dann einfach mit der Graphic Novel nochmal in diese Serienwelt. Vielleicht ist bis dahin dann auch die dritte Staffel erhältlich. Und ich bin da wirklich happy, dass mir das der Verlag zur Verfügung gestellt hat. Es ist wirklich wunderschön von der Aufmachung. Und es ist auch einfach eine Geschichte, ja, wo ich glaube, dass sie es würdig ist, in einer Graphic Novel sozusagen auch noch verbildert worden zu sein. Also ja, großartige Idee, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und das waren sie jetzt auch schon, die 15 Bücher. Ja, gar nicht schlecht. Auch schon so von, was ein bisschen gelesen wurde und was noch nicht. Ich glaube, das finde ich immer ganz gut. Mal sehen, wie das in einem Jahr dann aussieht beim Rückblick. Aber ja, soweit alles in Ordnung. Ja, die Weihnachts- und Winterbücher werden jetzt so langsam gelesen werden. Vielleicht kennt ihr ja auch schon das ein oder andere Buch, das ich euch jetzt vorgestellt habe. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Unten in der Infobox findet ihr alle Infos zu den Büchern. Schaut da gerne mal vorbei. Wenn euch da irgendein Buch näher interessiert, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.